Ich habe das letzte Battle gewonnen, oder? Hast. Hab mir übrigens ein bisschen Hat es meinen krankheitsbedingten Zuhauseaufenthalt der Sieg oder die Bestrafung? versüßt, die Bestrafung. War sehr kalt. Ja, wir schauen uns das nochmal an. Battle of the Box ist für dich. Und hoffentlich haben sie es jetzt gesehen. Der Daniel ist wieder trocken, Ladies and Gentlemen. Nach dem Intro geht's. Folge 3. Let's go. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Was geht ab? Battle of the Boxes Remastered 3. Es steht 1:1. Der Daniel wurde nass. Ich habe mich zum Clown gemacht. Es gibt was zu gewinnen. Aus der UPC letzte Woche beim Daniel, da drüben steht sie, hat unsere liebe Melanie gewonnen. Melanie, einmal Applaus an dich. YouTube hasst uns hoffentlich nicht. Aber ihr hört es ja. Applaus, Applaus. Weil die Melanie die coolste Bestrafung hat, die blendet der Dominik einmal hier unten jetzt hier. Die Kommentare ein und zeigt euch das Kommentar. Bedeutet, die Bestrafung ist, der Verlierer geht in die Fußgängerzone bei uns hier unten und spielt random gegen drei Leute. Fünf Leute. Maschallah. Fünf Leute Schere, Stein, Papier. Access Bock. Also, bedeutet, ihr solltet zu diesem Zeitpunkt, wann auch immer das passiert, am Samstag, Freitag, Montag, Dienstag, egal, einfach mal in der Fußgängerzone herumlaufen und warten, bis so einer von diesen Typen... Wenn ihr uns random mit Kamera rumlaufen seht mit jemandem, kommt zu uns, sprecht uns an, vielleicht haben wir noch ein Battle offen. Und wenn ihr nämlich es schafft, den Verlierer hier im Best of Three Schere, Stein, Papier zu schlagen, gewinnt ihr einen 5-Euro-Gutschein von Battleware. So ist es. Ja, demnach gehen wir doch mal ganz kurz in die Produkte, die wir heute öffnen werden. Richtig. So, kommen hier die Punkte. Der Dominik zeigt euch, was ist so die Punkteverteilung hier. Und wir starten. Es gibt eine Eternatus Tin. Gibt ein Shining Fates Pikachu. Und dann ein Elektroball. Hisui Edition. Hisui Edition. So, bedeutet, wir haben wieder eine Handvoll Punkte. Bunt gemischt die Auswahl. Und die gucken wir uns doch mal an. Und dann. Ich glaube nämlich hier jetzt bleiben die Finsternis drin. Moa, so ist es. Entscheidet einer. Ein Code für euch. Wie immer das Set. Und der andere. Neckt euch den weg. Die Karte. Ich bin mir sicher, wenn ihr Codes braucht, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die immer hier so ausgelöst werden bei uns. In dieser Tin ist drin zweimal Darkness Ablaze, einmal Schwertenschild Base und einmal Sun and Moon Base. Und das ist schon zumindest geil. Sun and Moon Base ist der Arme. Okay, Danny. Wir hätten sogar noch Schwertenschild Displays in der Schublade. Schwertenschild Sun and Moon. Nee. Base habe ich mir gerade eingefallen. So, und last but not least viermal Shining Fates. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Booster-Auswahl. Und Danny, Set oder Karte? Da du der Verlierer bist des letzten Battles, würde ich dir da den Vorsprung lassen. Du darfst dir aussuchen, was ist dein Set. Diesmal bin ich der Verlierer und habe den Vorsprung. Letztes Mal war ich der Gewinner und habe den Vorsprung. Okay. Gut, alles klar, dann entscheide ich mich. Ja. Dann hätte ich gern, dass du das Set wählst. Ich das Set. Jetzt. Okay. Ich das Set. Dann nehme ich doch ganz frech, weil wir nur eins davon haben. Nee, komm, nur eins. Wir also okay, kommen. Gut, dann. Also komm. Also sei doch. Gut, aber du musst dann kreativ mit der Kartenwahl sein. Ja? Und jetzt nicht einfach sagen, Glurak. Komm, du warst was für Set. Ich hätte nämlich jetzt tatsächlich dann Darkness of Place gemacht. Bitte. Aber ich kenne halt. Ich glaube, ich krieg Jurax. Das ist halt, ne? Ich kenne halt die Antwort schon. Dementsprechend hätte ich nachher beides aussuchen können. Wie wäre es dann mit. Wir schwingen und wir sagen verlorener Ursprung. Alles klar, verlorener Ursprung.
Karte des Glücks, des Gewinnens, ist dann, dass er Erodaktion hat. Ja, klar. Ja. Wird nie passieren, vermutlich, aber passiert so. Als letztes, Darkness Replace Fall. Ja. Ja, was danach? Also, du denkst jetzt falsch, einmal falsch rum, ne? Tiny Face. Tiny Face danach, ja. Fusionsangriff, Strahlende. Ja, ja. Schwerden Schild dann. Du würdest so. So wird schon Sun and Moon so weit. Aber okay, gut. Ja, so gut war Sun and Moon Base. Das sieht man halt aber gar nicht mehr aktuell, ne? Gar nichts mehr davon. Gut, dann Abfahrt. Ich beginne. Vielleicht macht direkt schon Kaching, weil ich beginne. Jetzt schlimm, Aerodactyl regelt. Verlorener Ursprung. Als ob. Gut. Gehen wir mal rein. Beim YouTube-BGT. Mhm. Ein Drizzle. Roselia. Pondry, Sisslipeed, nicht. Funktioniert gut. Ich hab's Gefühl, ich spiel Schnick, Schnack, Schnuck. Aber das finde ich wiederum lustig, weil da habt ihr auch was davon. Ja. Also ich würde viel öfter so Bestrafungen machen, wo ihr als Community mit eingebunden werdet. Ein Airballoon. Das wäre richtig cool, ja. Fell der Gronkh. Demnach. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Wir haben schon einige paar gelesen, die ziemlich... Tatsächlich habe ich eigentlich gedacht, ja, als ich seine Mund sage, wollte du sagst jetzt, ich wollte seine Mund sagen. Okay, gut. Danny, ich habe mein schlauer Block gerade nicht dabei. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das sind, aber der Dominik macht das für euch. Nee, das geht nicht. Du musst kurz der Block... Gut, dann ganz kurzer Break. Ich erzähle euch kurz eine Geschichte. Daniel hat den Block vergessen. Das hier ist ein Relaxo VMAX mit, ihr seht, ein bisschen Landschaft auf dem Bauch. Das ist wie wenn der Daniel sich nicht rasiert. Und der uns gesagt, er ist ja gerade nicht da. Das ist ein kleiner Vorsprung, den ich hier gerade aufgebaut habe. Das ist eine ultimativ geile Karte. Für uns ist Montag. Für euch ist Mittwoch. Wir streamen gleich und für euch ist Backfest. Hallo, wer ist da? Ich bin zurück. So, lass mal ganz kurz gucken. Wir haben hier eine Rainbow. Das sind 5 Punkte für dich. Da 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 da. Ein Butterfree und ein Crobat, das ist immerhin ein Punkt für mich. Ein Punkt. Kartendeck, 4 nach hinten, Sun and Moon Base. Wir starten mit einer Pflanzenenergie, einer Doppelenergie, einem Dragonier, einem Zubat, Mushas, Paras, Raubi. 1. Und Stutland. Jetzt. Rahlen der Sterne mit Glurak ins Glück zurück, Abfahrt. Wie wäre es jetzt mit einem Glurak? Einer dieser Raxe in der Faxe. The Barista. Knackse. Chelkerein. Resladierung. Bamedin. Comedy. Der ist schon heiß. Nee, kann nicht sein. Malafi. Und ein Befehl vom Boss. 2 Punkte. Ja, gut. Clay Mist macht auch. Clayfi macht Amish. Holt ihr langsam auf. Ein Luxio. Topfam. Ein Picochilla. Laukaps. Bamlin. Resladero. Jutetsu, ein Knackleon. Daniel, ich kann leider meinen Vorsprung hier nicht ausbauen. Fusionsangriff. Jetzt kommt der VIP Battle Pass in Reverse, also wenn man schon vom Teufel spricht, hilft mir trotzdem nicht wirklich viel. Aber vielleicht hilft mir diese wunderschöne Nicht-Holo-Karte. Fusionsangriff, eins meiner Top-Sets aus dem aktuellen Noch-Zyklus. Ein Kleinstein, ein Schnubbel, ein Picuda, ein Viscora, Iviltal. Oha, ein Koriogel. So, also, jetzt kommen wir Shining Fate mit Garantie, mit Chance auf Baby Shinies, Amazing Rare, große Shinies und viele mehr. Gucken wir doch mal rein in das Booster, was da so drin ist. Machen wir Trick-Trick. Ich mach Trick-Trick. Du machst Trick-Trick, dann mach ich Trick-Trick auch. Drehen wir das um und Abfahrt. Ich starte mit der Wasserenergie. Das ist Rotom, das Rusted Sword, ein Eldegoss. Ich habe keinen Code. Ist das gut? Keine Ahnung. Ein Nickit. Oh. Ein Nichts. Und Nichts.
Ich hatte keinen Code, ihr Lieben. Das ist ein Glurak. Wäre so geil, zu einfach mal. Ich glaube keinen mehr, glaube ich. Ah doch, das habe ich noch. Aber Glurak. Naked. Einmal Pekko. Jan Mega ist super, meine Rare. Super selten. Oh, ein Baby-Shiny. Oha, ein Baby-Shiny. 3 Points. 3 Points bedeutet 8 zu 2 für mich. Cremorant. Rusted Sword. Man sollte ja nicht so siegelsicher sein. Vor allem nicht bei der Menge an Boostern, die hier heute noch kommen. Janma, Brand Pinch, Decidueye, 1 Punkt sind 3. Und nochmal 3 sind 6, meine Damen und Herren. Er holt auf. Er holt auf, der Ball Guy. Aber ich glaube, ich bin heiß. Als Vorbereitung auf das Stream ist so ein Battle eigentlich super. Ein Punkt, gefolgt von richtig. Nochmal, was für ein Babyschein ist 3 Punkte. Plus 4 sind wir bei 12 Punkten für mich. Ich hatte jetzt auch keinen Kronen. 12 Points for Danny. Okay. Points. Ball Guy. Gym Trainer. Rusted Sword. Kupfantel. Tuska. Nikit. Buitzel. Morpeko. Ein Vulkanion. Und ein Boltan. Weitere 3 Punkte. Psycho Energy. Die Baby Shinies, die machen's. Team Yell Power. Ein Guziflur. Ein Q-Fant. Ah, Spinarak. Kein Hit. Guck nicht so auf meine Punkte. 12 zu 9, ja? Glaube ja. Ich würde sagen, da ist es. Komm schon. Komm schon. Gym Trainer. Rupius. Nikit. Eevee. Tudel. Eine Holo. Nur Holo. 10 zu 12 für mich noch. Luxio. Ja, aber jeder Punkt bringt dich nach vorne. Ein Spinarak. Jinx. The Cuffing. Nope. Rusted Shield. Und oh, ein Grammarant. We sind 2 Points, ne? Yes. 14 sind zu 10. 14. 14 zu 10. 4 Punkte gehe ich noch. Habe ich noch an Vorsprung. So. Wir gehen zu Darkness of Blaze. Ja. Jurak erscheinen. Bin gespannt. Luffy, Ariados, Chupchu. Chupchu. Chupchu, hallo. Chupchu, hallo. Topsel. Sisni. Ja, und? Lugia. Puh, ein Fletcher, ein Rare Fossil, ein Duckleaf. Mary, ein Para. Wird eng. Enge, ein Q-Fan. Ein Flygon. Der Flygon. Der Egon, der Flygon. 10 zu 14, richtig? Jetzt. Also eigentlich noch machbar für dich. Ja, theoretisch ist es noch machbar. Rowlet. Wishiwashi. A Trapinch. Und immerhin eine Holo. Kampfenergie. Das ist noch einmal verloren. Ach Quatsch. Darkness Ablaze. Elf. Genau. Flammen des Winds. 11. Ja, Mann. 2 Punkte. Ein Houndmon Bau. Ich verlänge auf 16 Zähler. Und da sind noch 2 Päckchen. 2-mal verlorener Ursprung für jeden von uns. Um Himmels Wille. Ah, 2 Punkte. Zoroark wie? Was bin ich jetzt? Ich bin jetzt auf 13. Porygon. Pigolente. Sensek. Pinion. Antimos. Calamanero. Bedeutet, du musst 3 Punkte machen und zum Ausgleich und ich darf nichts haben oder 4 Punkte machen zum Sieg. Fangen wir doch an. Nee. Warum? Weil ich nicht in sehe. Spannung. Nein. Nein, das ist gar nicht. Du guckst mir nämlich immer so auf die Code.
Was hat man das Haus mit dem Ding zu tun? Ob es ein Hit hab oder nicht? Bei Verlorene auch? Jetzt. Let's go, Daniel. Zeig mal, ob du das schaffst. Weil gleich dann gibt es noch hier aus der Boosterbox einen Ausgleich. 40, ja? 8. 3 Punkte. Wapuzzi, ein Mirabla. Neckmark. Ich will Zapladin. Hupa. Ach, Mann, ey! Ein Earth, ein Duflor. Lamina, Pekolente, ein Zora. Vitora, ein Viscora. Wollo. Und wir hätten noch ein Rainbow Fausta Magnezone. Bedeutet, dass wir nochmal, wie viel war es? 5 oder 6? Dafür können wir erzählen. Bei Rainbow. Tschüss. Daniel ist aus dem Bild. Das wären nochmal 5 Punkte für mich. Somit würde ich auf 21 Zähler vergrößern. Der Daniel geht dann mal auf die Altstadt. Ich schieb mal seinen Stuhl so weg. Viel Spaß. Schaut den neuen Vlog und erlebt den Daniel beim Schere, Stein, Papier spielen gegen andere Leute aus der Altstadt. Seid wieder dabei nächsten Mittwoch, wenn das heißt Battle of the Boxes 4 Remastered. Ich will viel mehr Kommentare hier unten sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Schreibt da unten wenigstens mal irgendeinen coolen Smiley hin. Bis zum nächsten Mal. Wir sind weg.